Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Tanks und heute spielen wir mal die Artillerie. Die Runde ist schon fast durch. Ja, was soll ich sagen? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das im Endeffekt noch so gut wird. Wir hatten gerade den gegnerischen T-67 und einen Chaffee, die auf uns zugefahren sind. Die stehen da hinten noch. Die haben, ja, die Law und ich beide, wie man in meinem Damage-Meter sehen kann, ordentlich beschädigt. Also ich habe sie beschädigt und die Law hat, glaube ich, die ganzen Kills gemacht. Aber ist auch egal, weil Hauptsache, wir haben die weggekriegt und überlebt. Denn so besteht die Chance, dass wir hier gleich noch diesen kleinen Tigerchen, das Tigerchen ein bisschen wegpusten. Der Tiger hat keine Zähne mehr. Kommt er hier durch, der Tiger? Ah, guckt er zu mir? Nein, er guckt nicht zu mir. Das ist gut. Dann wollen wir uns schnell den Kill holen. So, nice, nice. Ja, das war noch eine ganz schöne erste Runde. Leider, es tut mir ein bisschen leid, dass sie jetzt nicht ganz ja, von Anfang an war, aber ja, das, wie gesagt, hätte ich jetzt so auch nicht vermutet. Ich habe die Marathon-Tag 6-Aufgabe erfüllt, was auch immer es war. Wollen wir doch gleich mal reingucken. Okay, das war jetzt relativ einfach, sagen wir mal so. Aber was soll's. Ist ja auch nicht schlecht. So können wir auf jeden Fall gleich weitermachen. Und nach dem neuen Patch sind hier die ganzen, meine ganzen Sachen noch wieder zurückgestellt. Ist natürlich nicht so schön. So, und ihr könnt sehen, das war wirklich das erste Gefecht heute. Und ja, das war doch schon ganz okay für den Anfang. Wäre natürlich super, wenn es einigermaßen so bleiben würde. Okay. Da passiert gerade nicht so viel bei uns im Chat. Das macht aber auch nichts. Die Jungs sind selbst ein bisschen gerade am Daddeln, am Ausprobieren, was so neu ist. Und was neu ist, apropos, ich habe gestern, ja, in diesem Summer Sale dann doch nochmal zugeschlagen, habe mir den AMX CDC geholt und ja, ihr seht, ich hatte halt bisher nur so eine, ja, so eine 75er Crew da drin. Die ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber ich hoffe, dass, ja, kommt dann demnächst, weil das Ding finde ich sehr, sehr geil und ich werde es auf jeden Fall auch jetzt in nächster Zeit richtig häufig spielen. Hatte gestern eine Runde, war das die hier? Die Runde war's. Kann man da nochmal die Gefechtsergebnisse anzeigen? Ja, es war sehr, sehr ordentlich, sage ich mal. Wir haben hier, also ihr könnt ja sehen, was das so für Gegner waren. Ich hatte 3 Kills, 2,6k Damage. Top aus unserem Team. Im anderen Team kam nur der Scorpion G da drüber. War also wirklich, wirklich gut. 23, 13 Schuss, 11 Treffer. Und ja, das war auf jeden Fall sehr ordentlich. 70.000 Credits knapp Gewinn gemacht. Ja, da kann man auf jeden Fall nicht meckern, sag ich mal. Und ihr seht hier 11, ne, wie gesagt, 2.600, 3 Kills. War ganz ordentlich. Also, so, gut, es gibt auch solche Runden. Die war dann, also die war auch gut, die Runde. Einmal ganz kurz reinschauen. Wir haben sie nur leider verloren. Also guck mal, 7 Treffer ist jetzt auch nicht so verkehrt. 1.700 Schaden, das ist okay. Aus unserem Team immer noch ganz weit oben mit dabei. Also nur knapp Dritter geworden. Leider, leider war das andere Team etwas besser. Und wir haben ganz gut unten am Strand gekämpft. Also ich konnte von hinten schön supporten, habe aber auch nicht so viel getroffen, wie man sieht, ne? Also knapp die bisschen über 50%, das war nicht so gut. Aber naja, also der AMX macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wie gesagt, man muss ihn wirklich als Supporter spielen, weil das Ding ja eigentlich nur auf dem Papier, ich sag mal, ein Panzer ist. Denn, ja, keine Ahnung, man hätte genauso gut das Ding hier oben und die Wanne unten einfach aus Pappe machen können und eine Kanone ranbauen. Weil, also so fühlt sich das irgendwie an, denn jeder Schuss ist irgendwie ein Treffer. Wir können ja mal eine Runde spielen. So, bis gleich. So, dann wollen wir doch mal gucken, was der CDC so kann. Normalerweise fahre ich gerne bis zu dem Hügel da vorne vor auf B5. Den mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Aber da wir jetzt dreimal Artillerie dabei haben, ist das schon ein bisschen heftig. Der Panzer hier hält wirklich nichts aus. Und dementsprechend.
werde ich heute nicht ganz so weit vorfahren. So, der Crumwell da vorne hat auch schon ein klein bisschen was abbekommen. Ach, die fahren beide vor. Ist das ein Squad? Nee, was machen die denn da? Ah, oh, jetzt kommt da noch der Typ 64, der nächste Papppanzer, der nach vorne fährt. Na gut, wollen wir mal gucken. Also, die Cromwells sind. Oh, der eine ist richtig nicht so gut. Und der andere ist. Ja, okay, der ist ein bisschen besser als ich von der Wehren 8 her. Typ 64 ist auch wohl ein Bot mit 24er Wehren 8. So. Ja, schade. Denn, aber ihr seht, was ich gerade meine. Der Crumble hier, der kriegt von der Artillerie gerade. Da sieht man noch den Stun-Damage da drüber. 2 Sekunden, 1 Sekunde. Deshalb bin ich jetzt auch gerade nicht so weit vorgefahren. Das Problem ist nur, irgendwie haben wir. Machen wir keine Gegner auf. Das heißt für mich, ich werde einfach mal mich ein Stück zurückziehen und mal hier oben Position beziehen. Ich dachte, vielleicht kommt hier unten einer lang gefahren. Das machen die ja ganz gerne mal. Aber nö, heute natürlich nicht. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir von hier oben vielleicht den einen oder anderen ein bisschen behaken können. Zack, da haben wir doch schon den ersten gleich verhaftet. Komm, 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 komm. Ah, schade. Was? Oh, nee. Zwei Panzer und ich schieße daneben. Alter, wo kommen die denn alle her? Na komm. Und ihr seht hier, jeder Panzer kommt durch. Ich meine, gut, der Bulldog ist eine Stufe 8er. Artillerie schießt auf mich. Okay, das ist echt krass. Was hier jetzt gerade abgeht. Ha, so, selbst der CDC ist durchgefahren. Übelst, übelst. Also, heftig umrundet, aber wir sind auch so krass jetzt gerade hier in der Unterzahl. Na komm, was soll's. Was soll's? Was kostet die Welt? Machen wir einmal eine Scheißrunde draus und. Okay. Yeah. So, nehmen wir den auch noch mit. Was hat er gegen mich? Also, ich meine, ja, war jetzt nicht das Beste, ne? Aber, keine Ahnung. Die anderen waren, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich kann ja mit dem Papppanzer nicht vorfahren. Ich hätte ein bisschen cleverer spielen können, ja. Aber dass man sich da so drüber aufregen muss, meh. Beziehungsweise, ja, könnt ihr mal für euch entscheiden. Also, oder mir mal schreiben, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Ja, wie gesagt, die Position am Anfang war nicht so clever. Aber wie gesagt, normalerweise fahren die immer da unten rum. Sodass man da irgendwie auch mal ein bisschen den einen oder anderen Treffer setzen kann. Heute natürlich nicht, ist klar. So, wir testen das jetzt nochmal und hoffen, dass es besser wird. Bis gleich. So, endlich mal wieder eine Stufe 10 Match hier. Das hatten wir lange nicht. Hab mich schon gewundert und gefragt und drauf gefreut. Das passiert mir mit meinem 4202 auch die ganze, oder relativ häufig in letzter Zeit, dass ich irgendwie 8 von 10 Gefechten, also 9er ist ja okay, das ist, weiß nicht, kennt man ja so, ne? Aber, weiß nicht, 8 von 10 Gefechten wirklich jetzt die Tage vor dem Patch auch, waren einfach Stufe 10er Matches. Das finde ich schon ein bisschen krass irgendwie. Also, ich meine, das Gute ist natürlich, hatte ich glaube ich in der letzten Folge oder so schon mal angesprochen, man lernt ja draus, ne? Also, zack, zack, zack. Oh, der arme LTB. LTTB. So, ja, wie gesagt, man lernt ja auch draus und dementsprechend kann das ja für einen selbst eigentlich, also für seine eigenen Erfahrungen und für sein eigenes Training gar nicht so schlecht sein, immer gegen Tier 10 zum Beispiel zu spielen mit dem Achter. Aber, oh ne, da komme ich so nicht hin. Fuck. So, erstmal wieder runter. Nicht, dass wir hier einen reinkriegen. Aber es wäre halt auch einfach mal schön, zum Beispiel gegen Achter oder. Keine Ahnung, so als Top-Tier gegen 6. Geht das überhaupt? Kann ich auch gegen 6er spielen? Ich glaube nicht, oder?
Keine Ahnung. Dafür bin ich, was den Matchmaker angeht, so unerfahren. Oh, komm schon. Echt jetzt? Ding ist groß wie ein Haus. Oh, da habe ich Glück. Oh, da habe ich richtig Glück gehabt. Kackreimetall, komm her. Nicht zu weit hochfahren, nicht zu viel wollen hier. Das lassen wir lieber. Das gucken wir uns dann später in Ruhe nochmal an. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt jetzt gerade. Oh fuck, ey, was machen die denn da alle? Ja, guck hin bitte. Danke. Oh, fährt er genau gerade die Linie runter da? Kacke, ey. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben keinen Spotter in der Stadt. Das ist richtig Mist. Ah, falsche Richtung. Oh nein, ich bin so doof, ey. Ich stehe da rückwärts und fahre rückwärts raus. Na, den habe ich mir auch verdient, ey. Kacke. So, Finger auf den Gasknopf nach vorne. Oh, war das doof. Meine Güte, noch eins. Mal gucken, ob wir da irgendwie rankommen. Ja. Ach, nur gekettet. Schade auch. Mann, ey, Kackartillerie. Soll mal woanders hinschießen. So, komm. RT, was los? Was los? Oh, da ist jemand wach geworden. Was ist da denn los? Hallo, Mäuselein. Na? Hast du gut geschlafen? Ja? Ja, erstmal. So, ja, wie ihr selbst mitbekommen habt, sorry für die kleine Unterbrechung, aber die Runde haben wir trotzdem gewonnen. Ich habe leider nicht überlebt, weil dann nach dem Bad-Chat, den ich gerammt habe, kam noch der, was war es, was war es? Hier, der Rheinmetall war es? Naja, tatsächlich. Gut, der kam noch, da war noch ein anderer Panzer, ich glaube der WZ oder so war auch noch da. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gewonnen. Und ja, ich habe auch wieder gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also mit dem Panzer, bis auf die erste Runde, die war natürlich, war von mir nicht so 1A, aber vom Rest glaube ich auch nicht. Insofern, ja, würde ich einfach mal sagen, das war eine Übungsrunde und der Rest der Runden war ja eigentlich ziemlich gut. Jedenfalls für mich. Ich war jetzt vom Schaden her immerhin über 1000. Das ist eigentlich immer so ein Ziel, was ich mir setze für den CDC. So 9 zwischen, ja, also ab 900 Schaden ist es okay. Und also für mich jedenfalls. Bei anderen, die müssen dann 2000 Schaden haben. Da arbeite ich dran. Das kommt irgendwann. Dauert nicht mehr lange. Höchstens noch so, keine Ahnung, eine zweistellige Zahl an Jahren. Sagen wir mal so 10 aufwärts, ne? Ja, gucken wir mal. So, dann werde ich hier die Folge auch beenden. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn die erste Runde mit dem CDC echt Grütze war. Und da wäre es echt super, wenn ihr Erfahrungen mit dem CDC zum Beispiel habt, dass ihr sagt, nee, also da musst du auf die andere Seite fahren oder stell dich gleich da oben hin und versuch in die Heavy-Gasse reinzufeuern oder sowas in der Art. Das würde auf jeden Fall sehr, sehr cool sein, weil, wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Gefechte mit dem jetzt gemacht und ja, ich probiere einfach auch noch ein bisschen aus. So, ja, also, ich hau jetzt die Hacken hinterher, denn wie gesagt, die Lütte ist ja nur wach und wir sollen jetzt gleich mal ein bisschen was zusammen unternehmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Tipps, die eventuell kommen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.